glaubst und das ist die Seite des Nichtglaubens. Ich bin mir ziemlich sicher, dass um 1770, 1780 niemand in Franken so herumgelaufen ist. Das ist also ein Gewand, was die Distanz auch zur Alltagswelt der Leute betont. Und sie sehen es hinter, fangen von einem Gewand, das nicht mehr von dieser Welt ist und das nun nicht nur golden schimmert, sondern ganz vergoldet ist. Und diese Spannung von Weltbezug und Weltflucht, die sehen sie auch im Gegensatz von dieser ausladenden, schönen, rokokohaften Formsprache und diesen in sich zurückgezogenen Gesichtern. Wir haben uns ja inzwischen daran gewöhnt, dass Religion vollkommen Privatsache sein wird. Ich glaube, gerade wenn ich diese beiden Heiligen sehe, dass das auch eine Verarmung in der Stadt bedeutet. Denn Sie wissen alle, es ist im Café nichts Besonderes, wenn jemand am Nachbartisch einen Säugling stiehlt. Wenn sich dann zwei über Börsenspekulationen unterhalten oder sich über Sexpraktiken austauschen. Das soll auch alles sein. Ich habe nichts dagegen. Ich finde es nur schade, dass es wahrscheinlich einen kleinen Skandal geben würde, wenn in einem Restaurant mal ein Tischgebet gesprochen werden würde. Dieses Bild zeigt einen Jesus, der von Gott verlassen ist. Und das ist der Schrecken, wenn man darauf guckt. Jeder Abstand zum eigenen Zustand, jede Majestät, jede Würde, jedes Wissen um ich werde auferstehen, ist aus diesem Porträt raus. Der sieht wirklich aus wie ein iranisches Folteropfer. Christus heißt ja auch das Opferlamm. Das klingt auch nach dem heidnischen Sündenbock. Aber das, und das ist das Revolutionäre, der wesentliche Unterschied zum Heidentum ist der, dass Jesus nicht für unsere Sünden bezahlt. Es wird nämlich keine Rechnung aufgemacht. Das ist kein Tauschakt und kein Handel. Es steht keine Spekulation dahinter. Wie hinter dem heidnischen Brauch, ich opfere das, dann stimme ich die Götter günstig, dann kriege ich vielleicht das dafür. Der hat nicht mehr gewusst, wofür er das tut. Das ist ein reiner Akt der Liebe. Das ist die reine Verausgabung, die exzessive Liebesverausgabung. Und das ist das große Beispiel. Das ist das, wo Christus zeigt den Ausweg aus der zirkulären Logik von Sünde und Vergeltung, von Schuld und Sühne. Nicht Gerechtigkeit will ich, sondern Barmherzigkeit. Und darauf können wir alle nur hoffen, denn ich hoffe nicht, dass mir Gerechtigkeit widerfährt. Ich meine, das könnte schlimm ausgehen. Mein Traum ist es, dass man irgendwann einmal eine derartige Doppelprozession auch dort in den Säulengängen des Bernini durchführen möge. Ich erwarte euch also alle in Rom an den Kolonnaden vor St. Peter, um erneut eine solche Erfahrung zu machen.